Ja, herzlich willkommen bei CatPlace. Ich bin heute hier am Stand von Graphisoft und mein Gesprächspartner ist Herr Kreienbrink. Er ist Produktmanager, wenn ich es so richtig in Erinnerung habe, genau. Bei Graphisoft. Und Graphisoft stellt hier heute ein neues Produkt vor und da wollen wir ein bisschen drüber reden. Was ist das für ein Produkt? Ja, unser neues Produkt ist die Start Edition 2011, die wir jetzt diesen Monat komplett rausbringen. Die Start Edition ist ein kleineres Produkt von ArchiCAD 14, also es beruht auf dem gleichen Code, aber wendet sich durch geringeren Funktionsumfang und auch einen geringeren Preis an Berufseinsteiger oder an Architekten, die kleinere Projekte damit herstellen. Okay. Das ArchiCAD 14 ist ja euer Flaggschiff. Worin unterscheidet sich das zur Start Edition? Ich glaube, der Hauptunterscheidungspunkt wäre Teamwork, also ArchiCAD for Teamwork. Das ist im Start Edition nicht enthalten. Das heißt, beim Teamwork kann ich mit mehreren Leuten gleichzeitig an einem Projekt arbeiten. Das wird über den BIM-Server koordiniert. Das ist eine Applikation, die auf einem Server läuft. Und ich kann zeitgleich sehen, wer woran arbeitet, wem welches Element gehört, kann es auch anklicken und sagen, gib mir das mal. Und das ist eines der Hauptkriterien. Dann sind auch noch so Sachen wie Fassadenwerkzeug, also Sachen, die normalerweise bei kleineren Bauprojekten, sagen wir mal, nicht benötigt werden. Okay, ich denke mal, solche BIM-Lösungen gibt es jetzt hier überall auf dem Markt. Das ist ja auch das neue Schlagwort Building Information Modeling. Worin unterscheidet sich jetzt euer Teamwork als BIM-Lösung von den anderen? Der Kernaspekt dabei ist, glaube ich, der BIM-Server. Denn diese Applikation ermöglicht es, sowohl im LAN, also im Büronetzwerk, wie auch über das Internet darauf zuzugreifen. Und zwar quasi in genau der Sekunde etwas zu tun und die anderen merken das. Die meisten anderen Lösungen, die auf dem Markt sind, da wird das gesamte Projekt auf dem Server gespeichert und über Nacht tauschen sich die Server, die dann wieder woanders liegen, miteinander aus. Aber ich kann nicht zeitgleich sehen, wer gerade woran arbeitet. Also das ist das Grundlegende. Also wenn wir jetzt... Sie sitzen in Düsseldorf und der eine sitzt in München und der nächste sitzt in Paris. Das haben wir halt auch schon gemacht. Wenn man klickt etwas an und der andere merkt sofort, zack, das ist also gehört dem anderen. Und man kann auch dann, es gibt so eingebaute Chatmöglichkeiten, dass man anklickt und sagt, gib mir bitte diese mal Elemente, die müsste ich haben oder ich müsste die ändern. Dann kann man das darüber anfragen. Also das läuft, wie gesagt, im LAN genauso flüssig wie halt über das normale Internet. Da kann ich von zu Hause mit einer 6000er DSL-Leitung ganz flüssig arbeiten. Dann habe ich mir hier noch eine Frage notiert. Was spielt IFC für eine Rolle bei euch im Unternehmen? Kann man da was dazu sagen? Ja, IFC, also Industry Foundation Classes, ist der objektorientierte 3D-Austausch und der spielt für uns eigentlich mit die größte Rolle, weil wir eigentlich nur ein Produkt im Hause haben, nämlich ArchiCAD, und natürlich darauf angewiesen sind, mit anderen Disziplinen uns zu unterhalten oder auszutauschen. Und da ist dieses neutrale Datenformat das allerbeste, weil es also Ingenieurlösungen gibt, es gibt Haustechniklösungen, die das lesen und auch schreiben können. Also zum Beispiel mit unserem Partner DDS-CAD, ich gebe dem mein Architekturmodell, der liest es ein, der kriegt Wände, Decken, Stützen, Fenster, er kriegt Raumvolumen, daraus kann er seine Lüftung berechnen, die plant er dann ein und gibt mir nur die Lüftung zurück, die stelle ich da und kann dann gucken, habe ich genügend Ausschnitte oder sind meine Bodendurchbrüche groß genug, kriegt das also wieder zurück. Oder ein Austausch zur Statik, zu Global oder zu Alplan Ingenieurbau oder mittlerweile gibt es sogar im AFA-Sektor Programme, die IFC lesen können. Also es entwickelt sich mehr und mehr immer zu dem intelligenten Austauschformat neben dem blanken DWG und DXF. Okay, ja, wunderbar, habe ich verstanden. Dann vielleicht ganz kurz noch abschließend die letzte Frage. Gibt es schon einen Ausblick auf ArchiCAD 14? Kann man da schon was sagen, was vielleicht die User hier interessieren könnte, was in diesem Jahr noch dazukommt? Ja gut, viel darf ich nicht sagen, aber wer jetzt die letzten Jahre mitbekommen hat, der weiß ungefähr, wann wir die letzten 2-3 Versionen herausgebracht haben, so als kleiner Hintergrund. Und wir werden 2-3 Punkte ansprechen, wie Altbau ist sicherlich ein Thema, was angesprochen werden müsste, oder Modeling, die unsere Nutzer hoffentlich überraschen, zufriedenstellen und auch große Punkte lösen, die wir sicherlich noch offen haben im Archiv. Super.
Ich bedanke mich für die Fragen, für die Antworten auf meine Fragen, weil das sehr interessant und es ist immer wieder schön, hier zu sein. Ja, genau. Ich bedanke mich auch. Ja, okay. Und dann würde ich sagen, alle weiteren Informationen gibt es nach wie vor auf CatPlace und ich bedanke mich und tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Wiedersehen.